Ja, einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen hier aus der ORF-Kommentatorenkabine aus dem österreichischen Parlament. Herzlich willkommen zur Übertragung der heutigen Sondersitzung des Nationalrates. Eine Sondersitzung, die von der Regierung, von ÖVP und Grünen einberufen worden ist. Die Tagesordnung ist nicht sonderlich lang. Es gibt drei Tagesordnungspunkte, die uns heute beschäftigen werden. Als erstes werden wir uns auseinandersetzen mit dem Energieeffizienzgesetz. Diesen Begriff kennen Sie vielleicht. Das Energieeffizienzgesetz hätte bereits bei der letzten Nationalratssitzung beschlossen werden sollen. Damals hat der Regierung aber die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat gefehlt, weil die SPÖ ihre Zustimmung verweigert hat, aus Protest gegen fehlende Antiteuerungsmaßnahmen. Auch die FPÖ wollte nicht zustimmen. Nun hat man das Gesetz überarbeitet und es kommt heute noch einmal in den Nationalrat. Man hat jene Passagen herausgestrichen, für die man eben eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und damit kann die Regierung heute mit einer einfachen Mehrheit aller Voraussicht nach dieses Gesetz voranbringen. Warum ist das wichtig? Es handelt sich hier um eine EU-Vorgabe und sollte Österreich dieses Gesetz nicht voranbringen, dann könnten hohe Strafzahlungen drohen. Die Sitzung geht in diesen Minuten los. Wolfgang Sobotka hat soeben die Sitzung eröffnet und wir schalten uns jetzt in den Nationalrat.